Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Ohne große Umschweife wollen wir uns gleich in die Welt der Charts begeben. Und es ist ja einiges an Bewegung derzeit geboten an den Märkten. Deshalb fangen wir an, wie es sich gehört, mit den charttechnischen Perspektiven des deutschen Aktienmarktes. Und da muss man sagen, wir haben ja zuletzt das August-Tief nochmal getestet, sprich die 9.338 Punkte sogar nochmal um Schnaps unterschritten, im September das Low ausgeprägt bei 9.325 Zählern. Auf der Basis haben wir dann aus Sicht des Stundencharts einen kleinen Doppelboden ausgeprägt, der also auch Hoffnungen seitens der Investoren weckt, denn die große Frage ist derzeit: kleiner Boden, große Wirkung? Fragezeichen. Denn aus diesem im Stundenbereich vorliegenden unteren Umkehrmuster lässt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 400 Punkten ableiten. Und der mitgebrachte Tageschart zeigt das sehr schön. Wir haben gestern eben auch den seit Anfang August, seit 10.8. bestehenden Abwärtstrend zu den Akten legen können. 9.728 Punkte und damit für ein weiteres Ausrufezeichen gesorgt. Wenn man sich die Indikatorenkonstellation anschaut, dann steht da auch nach positiven Divergenzen seitens des RSI, seitens des MACD ein neues Kaufsignal durch den Trendfolger zu Buche, sodass das also doch einiges an Hoffnungen weckt, dass wir die 400 Punkte Anschlusspotenzial ausschöpfen werden. Interessantes Erholungsziel unseres Erachtens, die Kurslücke von Mitte September, 10.200 Punkte grob, also obere Gap-Kante ist, um genau zu sein, bei 10.209 Zählern. Und das ist so ein bisschen fast die Pflichtaufgabe für den deutschen Aktienmarkt derzeit. Da die Lage aber immer noch relativ fragil ist, würden wir die enge Absicherung an der Stelle wählen wollen, und prädestiniert aus unserer Sicht ist die ehemalige Abwärtstrendlinie, die schon angesprochen wurde, die von Anfang August bei 9.728 Punkten. Liebe Zuschauer, als zweites werfen wir den Blick über den großen Teich, und der Ölpreis an sich stand ja doch merklich unter Druck in den letzten Monaten, und das gilt natürlich auch für die Masse der Öltitel. Und beispielhaft haben wir heute eine Chevron mal herausgegriffen. Auch da hat sich der Kursverfall, der uns jetzt eigentlich schon seit Sommer 2014 begleitet, Ende April nochmal verschärft und beschleunigt. Dennoch glauben wir, dass Chevron derzeit einen antizyklischen Blick wert ist. Und das liegt zunächst einmal daran, dass wir im Tagesbereich zuletzt drei Aufwärtsgaps gerissen haben. Und die letzten beiden sorgen dafür, dass wir die Inside Weeks, die im Wochenbereich vorlagen, nach oben aufgelöst haben. Also wir haben eine Handelsspanne gesetzt, die letzte Wochenkerze Ende August ausgeprägt hat, die Handelsspanne gesetzt, die uns dann über Wochen hinweg begleitet hat. Und die Aufwärtsgaps im Tagesbereich haben jetzt dafür gesorgt, dass wir diese Inside Weeks tatsächlich nach oben aufgelöst haben und damit technisches Erholungspotenzial freigesetzt. Und das Ganze wird von Indikatorenseite eben untermauert. Wir haben beim RSI ein neues Einstiegssignal. Wir haben da auch den Abwärtstrend seit Sommer vergangenen Jahres brechen können. Und der MACD arbeitet im Moment daran, diesem Beispiel zu folgen. Und er tut das auf historisch niedrigen Niveaus. Also auch die Indikatorenkonstellation ist derzeit durchaus stimmig. Erstes Erholungsziel unseres Erachtens, die Kurslücke von Mitte August bei 87,33 zu 88,01 Dollar, und die harmoniert bestens mit den Tiefständen aus dem Jahr 2011 bei rund 87 Dollar, sodass hier wirklich eine wichtige, markante charttechnische Anlaufmarke entsteht. Und in dem Moment, wo man sehr stark über die angesprochenen Inside Weeks argumentiert, hat das Hoch dieser handelsspannensetzenden Kerze von Ende August eine besondere Bedeutung.
Das Hoch Ende August 81,20, das ist unseres Erachtens hervorragend geeignet, um antizyklische Long-Positionen abzusichern, weil dann entfiele, wenn diese Marke unterschritten wird, dieses positive Argument der nach oben aufgelösten Inside Weeks. Also 81,20, das Hoch der letzten Kerze vom August, prädestiniert als Stop-Loss auf der Unterseite. Und dann kann man durchaus auch mal bei einer Chevron-Aktie einen antizyklischen Trade wagen. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter an dieser Stelle, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von HSBC Daily Trading TV.